Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack Mac Kraken Sodala. Ich befürchte, dass wir jetzt ganz stark nochmal von vorne anfangen müssen. Wartet mal ganz kurz, ich habe komischerweise einen Monitor für mein Mikro an. Das ist gerade sehr verwirrend. Monitor aus, bitte. Ja, okay, schon besser. Ich habe mich gerade selber gehört, so, das war verwirrend. Okay, wir fangen nochmal von vorn an, weil es hilft ja nichts. Das Spiel ist grausam und bösartig. Aber wie ich gehe jetzt wirklich mit einem Guide Schritt für Schritt alles durch, was wir machen müssen. Und damit ich auch nichts vergesse und damit wir möglichst schnell wieder an dem Punkt sind, wo wir waren. Und ich glaube ehrlich gesagt, das wird ziemlich schnell gehen sogar. Wenn wir hier wirklich mit Guide uns durcharbeiten, sind wir wahrscheinlich in 2, 3 Folgen wieder an dem Punkt, wo wir waren. So, ich glaube hier drin kann ich mich eh noch ganz gut an alles erinnern. Wir nehmen das Goldfischglas. Wir nehmen das Goldfischglas. Wir benutzen das Goldfischglas am Topf. Wir öffnen die Schublade. Wir nehmen, was auch immer da gleich nochmal drin ist. Die Tröte. Ah. Dann schließen wir die Schublade wieder. Dann öffne ich mal noch das Ding da, oder? Ah ja, die Telefonrechnung. Sehr gut. Dann benutze ich die Telefonrechnung aus irgendeinem Grund, um die Plastikkarte rauszufischen. Gut. Und dann ziehe ich an der Tapete hier. Das klappt nicht. Wirklich? Ich dachte, das geht. Ah, es geht einfach so. Okay, Tapete haben wir auch. Und wir ziehen an dem Teppich. Das klappt nicht. Wir benutzen den Teppich. Wir öffnen den Teppich. Wir ziehen. Aha, tatsächlich. So, ich glaube, dann haben wir den Raum schon erledigt. Guck, schlibbidi schlapp die Bab. Dem. Schlibbidi babbel die Bab. Soll ich mal vorsichtshalber schauen, was da steht im Schlafzimmer? Goldfischglas wegschütten. Telefonrechnung, Schrankschublade, Tröte, Stück Papier, Tapete meine ich an der Wand, Cashcard. Gut, ansonsten können wir den Anrufbeantworter einschalten, wenn wir wollen. Ich glaube, das muss man nicht. Ich mach's lieber mal. Nächster Raum. So, hier habe ich ja beim ersten Mal alles übersehen, ne? Nimm Kissen. Nimm Fernbedienung. Oh, währenddessen in einem geheimen Zimmer. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht überspringen, oder? Doch, es geht. Yes! Wir können Cutscenes überspringen, Leute. Wir sind in 0, nix wieder da, wo wir waren. Das ist super. Wir nehmen das Kissen und legen es dahin, wo es hingehört. Wir benutzen den Stecker in die Steckdose. Ich benutze die Telefon, die Fernbedienung hier beim Sensor. Dann benutze ich eben die Fernbedienung direkt mit dem Fernseher. Hä? Warum nicht? Ah, warte mal, wegen Batterien, ne? Da war was, stimmt. Öffnen wir den Spülschrank mal. Da haben wir Buntstifte, sehr gut. Dann öffnen wir den Ofen mal noch. Dann öffnen wir den Kühlschrank mal noch. Nehmen das Ei. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Ei erinnern, für was man das braucht. Überhaupt nicht mehr. Dann nehmen wir den kleinen Schlüssel. Benutzen den kleinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Das klappt nicht. Ach so. War hier sonst noch was? Ich schau mal kurz in den Guide. Wohnzimmer, Fernbedienung unter dem Sofakissen, Sitzkissen wieder an den Platz bringen, Steckdose in den Stecker stecken, in den Nachrichten. Das sollte eigentlich gehen, oder?
Verstehe ich nicht. Anschließend stecke ich eine Stücke. Komisch. Schalte ein, Fernseher. Ich muss die Fernbedienung benutzen. Benutze Fernbedienung. Ach, ich muss einfach nur die Fernbedienung benutzen. Nicht an den Fernseher anwenden. Und einfach im Inventar da dran klicken. Alles klar. Gut, aber ich glaube, das müssen wir uns jetzt gar nicht unbedingt anhören, oder? Anschließend nehmen wir noch das Buttermesser. Ein Buttermesser habe ich jetzt nicht. Anschließend nehmen wir noch das Buttermesser und die Buntstiftschachtel. Schussschachtel. Schrank unter Stuhlbecken. Wo habe ich das bloß schon mal gesehen, sagt er. Weiß der, dass wir ein neues Spiel anfangen mussten? Deswegen? Wo habe ich denn, wo ist denn hier ein Messer? Hier ist kein Buttermesser. Ist in der Spüle eins? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ah, das Buttermesser hängt an der Wand. So, Buttermesser Ei haben wir auch. Buttermesser, Buntstift, Schachtel, Ei. Den kleinen Schlüssel. Und mit dem Buntstiften, genau, stimmt, kann ich gleich machen. Mit dem Buntstift, mit dem gelben, kann ich auf die Tapete gleich eine Karte zeichnen, die wir diesmal nicht verbrennen werden. Habt ihr gestern die Sony-Pressekonferenz gesehen? Mich nervt das wirklich. Ich bin mittlerweile wirklich genervt davon. Wirklich. Mich nervt es richtig, dass die alles irgendwie auf einmal jetzt dieses Jahr so häppchenweise raushauen. Dass die irgendwie aus dem Reveal vom Controller einen eigenen Event machen und lauter so Blödsinn. Finde ich wirklich furchtbar. Deswegen interessiert es mich schon gar nicht mehr. Ich habe es mir trotzdem angeguckt, aber habe mir die ganze Zeit nur gedacht, ja, jetzt macht mal hin, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Sagt mir einfach jetzt die Daten und fertig. Naja, aber letztendlich... Hab mal was bisschen was Neues zu Resident Evil gesehen. Nicht so richtig, aber immerhin. Na, was ist denn jetzt? Benutze kleiner Schlüssel. Und God of War, ein neuer Teil, wurde geteased. Schon für nächstes Jahr. Das finde ich ziemlich klasse. Das freut mich. Und Final Fantasy, da gab es ja im Vorfeld schon Gerüchte drüber, die haben sich bestätigt. Ein neues Final Fantasy wurde gezeigt, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich gehöre ja zu den Leuten, die mit Final Fantasy 15 echt viel Spaß hatten. Ich fand das sehr cool. Ich meine, ja, ich kann jeden Kritikpunkt verstehen. Also jeden, also weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch bescheuerte Kritikpunkte, theoretisch zumindest. Aber ich meine, dass manchen Leuten die Fahrten, die Wege zu lang sind, dass zu langweilig ist, die ständigen Fetch-Quests oder dass man einfach nur irgendwo hinfährt, Gegner verhaut und dann wieder ewig zurückfährt. Ich kann verstehen, dass man das nervig findet. Für mich hat das einfach wirklich so Roadtrip-Feeling ausgelöst und ich mochte das deswegen echt ganz gerne. Aber ja, genau. Deswegen freue ich mich sehr auf den 16. Teil. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass die das Spiel für mich zumindest verschlimmbessert haben könnten, eventuell. Vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht wird es auch super. Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass die vielleicht quasi so viel aus dem 15. dann abgeändert oder nicht mehr eingebaut haben, weil sie Angst vor schlechten Kritiken hatten, dass sie jetzt irgendwie gar nichts mehr drin haben in ihrem Spiel. Ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht. Wird schon passen. Naja, da bin ich gespannt drauf. Das ist schon cool. Ich habe jetzt die PlayStation auch gleich mal vorbestellt. Ich
ich dürfte die to release dann quasi wirklich auch mal haben. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich habe jetzt, weil es wurde so viel angekündigt, aber irgendwie für nächstes Jahr oder für Ende des Jahres und keine Ahnung. Ich habe jetzt momentan überhaupt keinen Überblick, was jetzt eigentlich tatsächlich zum Release der Konsole erscheint. Weil ich glaube ehrlich gesagt, zu Release gibt es kein einziges Spiel, das mich interessiert. Ich sitze dann da mit meiner PlayStation und kann irgendwie nicht wirklich was damit anfangen, weil so richtig. Also, es ist halt jetzt nichts für meinen Geschmack zum Start dabei, leider. Glaube ich. Ich müsste mal die Liste durchgehen. Vielleicht erscheint ja doch irgendwas früher, als ich denke. Weiß es nicht. Ich könnte mal kurz Google anwerfen, ob mittlerweile schon irgendjemand, ein schneller Journalist oder so, PlayStation 5 Release List. Launch Game List, genau. Das würde mich mal interessieren. Kuckuckuck. Every PlayStation 5 Exclusive. Nee, das ist, interessiert mich nicht. Launch Games. Die Liste der Launch Games, die interessiert mich. Stand 17. September. Sehr schön. Da können wir mal schauen auf IGN. Also, da haben wir Astros Playroom. Ich kann das mal schnell hier rüberschieben, oder? Da haben wir Astros Playroom. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach so. Das zählt nicht. Demon's Souls, das Demon's Souls Remake. Ja, das ist nice. Ne? Das ist cool. Das passt. Destruction All-Stars. Ah, das interessiert mich nicht. Spider-Man interessiert mich leider auch nicht. Wobei, ich habe jetzt für die PS4 mir den Vorgänger mal geholt und werde da mal reinspielen. Vielleicht beim nächsten 24-Stunden-Stream. Vielleicht entdecke ich ja überraschenderweise meine Liebe für das Spider-Man-Spiel. Aber ich glaube nicht. Nach allem, was ich gesehen und gehört habe, ist das, glaube ich, kein Spiel, das mir gefällt einfach. Sackboy. Ja, nö. Und dann haben wir noch Third Party. Most, but not all of these games have been confirmed to be optimized at launch. Na gut. Assassin's Creed Valhalla interessiert mich nicht. Cyberpunk. Ja. Haben die das jetzt nochmal verschoben, ne? Das erscheint jetzt gar nicht mehr erst für die PS4, ne? Weil dann würde ich es mir tatsächlich für die PS5 holen. Das wäre cool. Das wäre cool, ja. Hoffen wir mal. Das wäre cool. Call of Duty Black Ops interessiert mich nicht. Devil May Cry 5 Special Edition interessiert mich nicht. Destiny 2 interessiert mich nicht. Godfall. Was war jetzt Godfall gleich nochmal? Ah ja, interessiert mich nicht. Fortnite interessiert mich nicht. Watch Dogs Legion interessiert mich nicht. Und als PlayStation Plus Mitglied kann man auf die PlayStation 4 Collection zugreifen. Mit ganz vielen Spielen, die ich alle entweder besitze oder die mich nicht interessieren. Ich kann mal schnell schauen. Besitze ich? Besitze ich? Besitze ich? Nein, Days Gone würde ich mir tatsächlich in dieser Collection anschauen. Ja. Besitze ich? Besitze ich? Besitze ich? Besitze ich? Besitze ich? Oh, das finde ich so schlecht, ey. Infamous gefällt mir wirklich gar nicht, ey. Ah, aber dafür ist God of War super. Und wie gesagt, Final Fantasy 15 sowieso. Und Fallout 4 auch. Detroit, naja, das ist, nee, nicht meins. Ich mag lieber Adventures, wenn es um so Adventures geht. Ich meine, das Detroit will ja eher eigentlich ein interaktiver Film sein. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt ins Adventure-Genre zählen kann. Aber wenn es um Adventures geht, dann doch lieber hier unseren Zack McCracken, wo man wirklich noch Rätsel lösen muss und interagieren muss mit der Welt, als einfach nur so einen interaktiven Film, ne? Monster Hunter Worlds habe ich. Mortal Kombat 10 habe ich, Persona 5 habe ich, Ratchet & Clank habe ich, Resident Evil 7 habe ich. Warte mal, Ratchet & Clank. Ich glaube, das habe ich nicht wirklich. War das mal im PS Plus mit dabei oder irgendwie sowas? Irgendwoher habe ich das nämlich, aber ich habe es mir sicher nie gekauft. Resident Evil 7 habe ich, The Last of Us Remastered habe ich, The Last Guardian habe ich nicht. The Last Guardian und, nicht Infamous, Days Gone. Würde ich mir von der Liste tatsächlich jetzt mal anschauen, wenn die dann verfügbar sind. Das ist doch nice. Warum nicht? Ich bin so gespannt. Wirklich, Leute, da bin ich so gespannt. Das,
Also, ohne Witz, jetzt passt auf. Wenn für die PlayStation 5 Fallout 4 sowieso anscheinend von Haus aus, ne, zur Verfügung steht. Ich meine, ich hätte es auch hier, aber ist ja egal. Dann ist es schon mal klar, dass zum Start Fallout 4 von der PlayStation 4 abwärtskompatibel für die PlayStation 5 ist. Und wenn das dann auch gleich von Anfang an die Mods unterstützt, die es für die PS4 gibt. Das ist ja, weiß man nicht, ne? Ich hoffe es mal. Und wenn ich dann auch noch mein Save Game von der PS4 benutzen kann, auf der PS5 für Fallout 4. Also mein PS4 Save Game von Fallout 4 auf der PS5 mit PS4 Mods, mit PS4 Fallout 4 Mods auf der PS5. Und wenn ich dann dank dem Arbeitsspeicher der PlayStation 5 mein Fallout 4 Save Game von der PS4 jetzt aber auf der PS5 laden kann, dann könnte es sein, dass wir in Fallout 4 meine Fallout 4 Vault betreten können und vielleicht sogar weiterbauen können, weil die PS5 mehr Power hat als die PS4 und die PS4 nicht so viel Power hatte wie die PS5 für Fallout 4. Möglich wäre es. Vielleicht könnte ich dann tatsächlich, und das wäre echt richtig cool, auf meiner PlayStation 5 Fallout 4 weiterspielen, wo es abstürzt. Weil dann könnten wir die Vault so weit weiter ausbauen, bis die PS5 abschmiert. Das wäre dann mein Ziel. Das würde ich mir als Ziel setzen. Lassen wir die PS5 erstmal ordentlich mit einer gemoddeten Fallout 4-Version crashen, weil die Vault einfach zu crazy wird. Das ist doch gut, oder? Ach ja, aber komm, ich meine, da ist jetzt nichts dabei, wo ich mir denke, hohoho, geilo Milo, will ich unbedingt haben. Aber Demon's Souls Remastered bin ich voll dabei. Auf Cyberpunk bin ich sehr gespannt, könnte sehr cool werden. Ich bin aber jetzt nicht gehypt oder so, ich bin vorsichtig skeptisch, aber passt schon. Und dann hätte ich ja immer noch ein paar alte PS4-Spiele, die man sich noch anschauen könnte, immerhin zwei. Ne, und. Aber ich meine, Demon's Souls und Cyberpunk zum Start der Konsole ist ja eh nicht schlecht. Das passt doch. Das passt doch eh. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte hier ganz viel Sachen kaufen. Zum Beispiel den Hut. Hallo? Den Hut kaufen. Kann ich das auch überspringen? Ja, das geht. Meine Güte, das ist voll gut. Dann kaufen wir noch die Nasenbrille, die ist nämlich im Sonderangebot. Dann kaufe ich noch den Taucheranzug hier. Ja, was denn jetzt? So. Dann kaufen wir noch den Golfschläger. Ach ja. Und dann kaufen wir noch die Gitarre. Dann sind wir fertig, oder? Die Nähmaschine da ist nix. Die gibt's nicht wirklich. Genauso wenig wie den Bass oder so. Okay, cool. Na dann. Ziehe an. Nasenbrille. Ziehe an Hut und öffne Werkzeugkasten. So. Jetzt klauen wir das, wie ging das gleich nochmal? Benutze Schraubenschlüssel wohl eher nicht, oder? Drahtschere. Okay, cool. Jetzt mache ich gleich noch eine Sache, die ich ganz vergessen habe. Im Haus drinnen. Hat mir aber der Guide auch nicht gesagt, ne? Böser Guide. Sehr, sehr böser Guide. Aber vielleicht macht der Guide das später. Aber warum nicht gleich machen, sonst vergesse ich es nur. Du, 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 du.
Und zwar benutzen wir das Buttermesser gleich mal hier bei der Klappe, damit es verbiegt und moderne Kunst ist und ganz viel Geld bringt. Na schön, Leute, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Und morgen machen wir hier weiter mit weniger PlayStation 5 Berichterstattung und mehr Zack McCracken. Aber ihr seht schon, wir kommen ja vorwärts. Wir kommen ja vorwärts. Alles wird gut. Wir müssen nur an uns glauben. Und an den Guide, vor allem. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.